die Houris. Im Koran sind die Houris weibliche Wesen, die die Gläubigen im Paradies begleiten werden. Houris werden in Hadithen als junge, rehäugige Damen mit runden Brüsten beschrieben. Sie spucken, menstruieren und entleeren nicht. Nachdem ein gläubiger Muslim Geschlechtsverkehr mit einer Houri hat, gewinnt sie sofort ihre Jungfräulichkeit zurück. Houris haben auch transparente Haut. Man kann bis zum Markt ihrer Knochen sehen. Sie sind die bekannten 72 Jungfrauen aus dem Paradies. Die Djinn-Ifrit. Die Ifrit sind eine starke und listige Klasse von Djinn. Sie tauchen als Rauch im Boden und bilden sich zu großen, geflügelten Dämonen, die Feuer bluten. Sie lauern in düsteren, dunklen Orten wie alte Ruinen oder an den Böden von Brunnen. In modernen Zeiten verstecken sie sich in verlassenen Fabriken oder in dreckigen Badezimmern. Es ist wichtig, wenn man solche Orte betritt, eine Dua, also Bittgebet, zum Schutz vor dem Djinn zu sagen. Ifrit sind die ehemaligen Herrscher der Mari-Djinn. Bei ihnen herrschen Könige und Djinn-Hexen. Nicht alle Ifrit sind von Natur aus stark, sondern nur, die es vererbt haben. Zum Beispiel die Kinder der Hexen oder die Kinder des Königs, also dem Scheitan. Der Wahl. Der Prophet Yunus a.s. ging in die Stadt Nineveh. Dort war er mit seiner Mission nicht erfolgreich und er suchte andere Orte. So begab er sich a.s. in einem Schiff, die von Ungläubigen geführt wurde. Als ein Sturm sich näherte, dachten die Ungläubigen, dass sie ihre Götter entzernt haben und beschlossen, Yunus a.s. als Opfergabe zu opfern. Sie hatten die Hoffnung, dass sich der Sturm rächt. Die ungläubigen Matrosen warfen ihn über Bord und das Schiff sank dennoch. Als Yunus nicht mehr schwimmen konnte, sandte Allah einen großen Fisch, der als ein Wal identifiziert wird. Der Wal verschlang Yunus und Yunus a.s. erlangte sicheres Land und der Wal rettete ihn somit vor dem Ertrinken. Munkar und Nakir. Munkar und Nakir a.s. sind Engel, die für die Befragung der Menschen in ihren Gräbern verantwortlich sind. Wir kennen den Namen und verstehen, dass wir von den Engeln im Grab befragt werden, weil dies aus der Überlieferung des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam vorgeht. Wenn der Verstorbene befragt wird, kommen zu ihnen zwei blau-schwarze Engel. Einer von ihnen heißt Munkar und der andere Nakir. Diese Engel sind eine Prüfung für den Gläubigen und Ungläubigen. Sie fragen drei Fragen. Wenn man sie alle richtig beantwortet hat, dann wird sich ein Tor des Paradieses für sie öffnen. Wenn ihr mehr über die zwei Engel erfahren möchtet und wissen wollt, was nach dem Tod passiert, dann schaut euch auch das Video mit dem Namen Der Tod des Gläubigen, was passiert nach dem Tod an. Die Ababil. Ababil bezieht sich auf die in der Sure 105 des Korans erwähnten Wundervögel, die die Kaaba in Mekka von der aksumitischen Elefantenarmee von Abraha besiegten, indem sie kleine Steine auf sie fallen ließen, als sie sich näherten. Das Ereignis fand im Jahr 571, dem Jahr unmittelbar nach der Geburt des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam statt. By the way, haben wir diesbezüglich ein Video erstellt, das sich die Elefantenarmee, Geschichte Mohammed, die Ababil-Vögel. Es ist eine unglaubliche und wahre Geschichte. Der Wächter des Paradieses. Auch das Paradies hat Wächter. Unter Ridwan alaihi salam ist ein Engel, der die Tore zum Paradies bewacht. In einer Geschichte schlich sich der Teufel mit Hilfe der Schlange an ihm vorbei und konnte so Adam und Eva a.s. verführen, vom verbotenen Baum zu essen. Wenn ihr mehr über die Engel erfahren wollt, dann schaut euch auch unsere Videoserie über die Engel an. Die Knaben des Paradieses. Im Koran heißt es, uns werden ihn dort Knaben aufwarten, die kein Alter berührt. Wenn du sie siehst, du hältst sie wie verstreute Perlen. Diese Knaben sind nur für die Bedienung im Paradies bestimmt. In diesem Sinne sagte der Kommentator Ibn Kassir, Rahimah Allah, jeder der Paradiesbewohner wird von 1000 Knaben bedient, wobei jeder Knabe eine eigene Aufgabe zu erfüllen hat, die sich von den Aufgaben der anderen unterscheidet. Diese Knaben sind keine Menschen, sondern sehen für uns nur so aus. Sie sind ausschließlich für die Bedienung der Paradiesbewohner zuständig. Wenn ihr mehr über das Paradies erfahren möchtet, dann schaut euch das Video mit dem Namen Was gibt es im Paradies Teil 1 an. Der Dajjal. Vor keiner Person auf Erden hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die allergrößte Warnung ausgesprochen als vor dem Dajjal. Er taucht in der Endzeit auf und bereitet eine Armee vor, um gegen den Messias, also Jesus oder auf Arabisch Isa alaihi salam, zu kämpfen.
Er kann eine trockene Wüste zu einer Oase umwandeln und umgekehrt. Er ist so schnell wie eine Wolke, die von einem Wind getrieben wird. Auf einem Auge ist er blind. Und seine Augen sind wie eine verfaulte Traube. Er, der Dajjal, wird sich als Jesus, den Sohn Marias al-Islam, ausgeben. Und wenn er behauptet, dass er Gott ist und angebetet werden soll, dann taucht Jesus al-Islam auf und tötet ihn. Den Dajjal kennen auch Christen unter den Namen Antichrist oder Widersacher Christi. Wenn ihr euch mehr über den Dajjal und Antichristen informieren möchtet, dann schaut euch das Video mit dem Namen Vorzeichen des Dajjals an. Die Engel. Allah schuf Engel, Menschen und Dschinn. Die Menschen sind aus feuchter Erde und die Dschinns aus rauchlosem Feuer erschaffen. Beide Gruppen sind gesegnet mit einem freien Willen, die zwischen Gut und Böse wählen dürfen. Allah machte die Engel aus dem Licht und machte sie zu guten Geschöpfen, aber gab den Engeln keinen freien Willen. Engel tun nur das, was Allah ihnen sagt. Sie essen und trinken nicht. Und noch werden sie müde, Allah subhanahu wa ta'ala anzubeten. Jibril, Gabriel a.s., der größte Engel, hat 600 Flügel, die jeweils den Horizont bedecken. Seine Höhe erstreckt sich vom Himmel zur Erde und er a.s. kann sich schneller bewegen als die Lichtgeschwindigkeit. Ein anderer Engel ist auch Michael a.s., der mit Allahs Erlaubnis den Wind und Regen kontrolliert. Ein anderer ist der Engel des Todes a.s., der so groß ist, dass der Raum zwischen seinen Augen durch 70.000 Marschtage getrennt ist. Über die Engel gibt es viel mehr zu berichten. Und deshalb schaut euch auch unsere Videoserie über die Engel an. Gog und Magog. Im Koran wird in der Sure 18, Verse 83 bis 98 erzählt, wie der zweigehörnte Herrscher gegen Gog und Magog kämpfte und schließlich besiegte, indem er eine Mauer aus Eisen und Kupfer übergoss. Sie konnten nicht ausbrechen, da sie diese Mauer nicht zerstören konnten. Vor dem jüngsten Tag werden sie diese Mauer jedoch durchbrechen und von allen Hügeln auf der Erde strömen. Die islamischen Quellen berichten, wie Gog und Magog nach ihrem Herantreten alles, was sie am Essbaren und Trinkbaren finden, essen und trinken, so dass nichts mehr übrig bleibt. Nachdem sie Jerusalem erreicht haben, wegen sie sich in den Glauben, alles Leben auf der Erde zerstört zu haben, so dann schießen sie Pfeile in den Himmel. Und als diese mit Blut befleckt wieder herabfallen, glauben sie, dass sie auch die Bewohner des Himmels ausgelöscht haben. Auf Fürsprache Jesu a.s. schickt Gott daraufhin Würmer herunter, die durch die Nasen und Ohren in Gog und Magog andringen und sie von innen auffressen und an ihren Nacken wieder herauskommen. Auf diese Weise sterben Gog und Magog. Und denkt immer daran, wir sind nicht allein. Bis zum nächsten Teil.